sees the blood they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high they can see in the dark. Vampires, if you see one tonight, don't put up a fight. Make a friend if you can, a friend who can fly, can fly oh so high. Vampires, vampires. Rüdiger. Hast du gut geschlafen? Nein, ich hatte Tagträume. Was? Schlechte Träume. Wir nennen das Albträume. Was hat das mit den Alpen zu tun? Rüdiger, ich habe schlechte Neuigkeiten. Nicht heute. Was meinst du mit nicht heute? Ich meine nicht heute. Heute ist ein besonderer Abend für Vampire. Unsere Parole lautet: keine schlechten Nachrichten. Auch keine Warnung? Erst recht keine Warnungen. Die müssen eben warten. Es geht um den Friedhof. Nein! Werd doch nicht gleich so böse, Rüdiger. Was ist denn Besonderes heute Abend? Heute Abend findet die größte Party des Jahres statt. Vampire kommen von überall her. Die darf ich auf keinen Fall versäumen. Aber du... Ich meine... Du fragst dich, ob ich da hingehen darf, obwohl ich eigentlich Gruftverbot habe? Ja. Das hat nichts damit zu tun. Alle Vampire dürfen kommen. Auch die, die gegen Regeln verstoßen haben. Im Gegenteil. Stell dir vor, die gegen Regeln verstoßen haben, sind am meisten willkommen. Willst du mein Gast sein, Anton? Was? Ich? Ich meine, bin ich... Sicher? Ja. Nein. Wir müssen aus dir einen Vampir machen. Oh je, also... Weißt du, warum ich zu deiner Teeparty gekommen bin? Tja... Weil ich damals schon vorhatte, dich zu unserer Party einzuladen. Ich wusste, du würdest nicht kommen, wenn ich nicht vorher erst zu dir gekommen wäre. Verstehe. Du kannst nicht ablehnen. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Aber wie komme ich da rein? Ich habe keinen Umhang. Also, Anna bringt mir meinen vorbei. Ich habe dir doch gesagt, das ist eine Party, bei der man erwartet und wünscht, dass ich auch komme. Oh, ich... Weißt du, wie die Party genannt wird? Ich wusste nicht, dass Partys Namen haben. Unsere ja. Wir nennen sie die Alles ist vergeben Party. Alles ist vergeben? Ja, alles, was Vampire anderen Vampiren angetan haben während des letzten Jahres. Schmutzige Tricks, Lügen, üble Nachrede, Gedankenlosigkeit, alles ist vergeben. Dann kannst du wieder zurück in die Gruft, wenn alles vergeben ist. Allerdings fänden das Onkel Theodor und Tante Dorothee nicht so ehrenvoll, wenn ich es mir so leicht machen würde. Hast du dir denn schon überlegt, was du tun willst? Nein, ich muss noch drüber nachdenken. Rüdiger, was ich dir vorhin sagen wollte, ist für euch alle sehr wichtig. Es berührt deine Familie. Vielleicht können wir auf der Party... Auf der Party? Die Party willst du stören? Du willst die Alles-ist-vergeben-Party stören? Au! Tut mir leid. Tut dir leid? Du hast uns fast zu Tode erschreckt. Das kommt nur daher, weil ich das hier alles rumschleppen muss. Und ich wollte euch damit überraschen. Das ist dir gelungen. Kannst dich drauf verlassen. Das trifft sich doch gut, findest du nicht? Udo? Ja, wir hätten doch heute sonst einen Babysitter gebraucht. So erübrigt sich das. Wo wir doch gerade diese Schwierigkeiten mit Frau Pufogel und Effi hatten. Ausgerechnet da ruft Udo an und sagt, er würde gern eine Nacht hier bleiben. Ich finde, du hättest trotzdem Anton vorher fragen sollen, bevor du zusagst. Er war nicht hier. Außerdem weißt du genau, er glaubt, er ist zu alt für einen Babysitter. Und jetzt schläft Udo hier, das ist doch prima. Nein, ich hätte es prima gefunden, wenn du Anton vorher gefragt hättest. Der Knopf ist ab. Oh, Robert! Hast du eine Sicherheitsnadel? Oh, das geht doch nicht. Aber beeil dich! Ich dachte, ich gehe als Pirat auf die Party. Ja, keine schlechte Idee, das gefällt mir gut. Ja, aber ich fliege lieber alleine hin. So, jetzt möchte ich endlich mal was loswerden. Und das wäre?
Anton, ich möchte dich hiermit einladen, mit mir als mein Gast zu der größten Vampirparty des Jahres zu gehen. Wann? Heute Abend. Ich bin... Er ist bereits schon mein Gast. Aber ich hab's ihm schon letzte Woche gesagt, dass ich eine Überraschung für ihn hätte. Ich habe ihn schon letzte Woche gefragt. Damit kam meine Einladung zuerst. Anton, wer hat dich zuerst gefragt? Anna hat recht, sie meinte... Aber wer hat dich eingeladen? Du. Du, was heißt du? Wir sind zwei hier. Wer hat dich zuerst eingeladen? Sag mir den Namen. Rüdiger. So, das wäre geklärt. Anna! Anna, es war nett von dir, mich einzuladen. Nett! Nett! Hier! Sie wird drüber hinwegkommen. Sie wird mir niemals vergeben. Doch, das wird sie. In einer Stunde. Denk an den Namen der Party. Also, ich finde, dass man so eine Situation nicht schamlos ausnutzen sollte. Dafür sind Situationen da. Nett, dass Sie mich eingeladen haben, Frau Bonsack. Ich hoffe, Sie haben gegen Sniff nichts einzuwenden. Oh, hallo, Herr Bonsack. Hallo. Das macht nichts, Udo. Wir gehen sowieso heute Abend aus. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ach, Sie hätten mich nicht gestört. Es freut mich. Ist Anton da? Nein, er ist unten im Keller. Wir hatten ein bisschen Ärger. Kinder haben die Luft aus den Reifen gelassen. Und Anton hat sich bereit erklärt, von Zeit zu Zeit mal Wache zu halten. Aber er wird gleich wieder oben sein. Vielleicht kann ich so lange in seinem Zimmer warten. Klar. Ach, vielleicht wäre es doch besser, wenn du einfach hier wartest. Anton wird gleich wieder da sein. Oh, was hast du denn da mitgebracht? Ach, ich arbeite gerade dran. Ein Kleidungsstück? So ungefähr. Was ist es denn genau? Oh, das ist ja ein Vampirumhang. Also auch? Ja, Anton interessiert sich sehr für Vampire, nicht? Ah, interessiert sich auffallend dafür. Ah, da ist er ja. Hallo, Paps. Hallo. Hallo, Mom. Hallo, Udo, was machst du denn hier? Ich wollte dich besuchen. Ach, einen Moment mal. Oh, entschuldige. Oh, entschuldige. Anton, ich habe Udo gebeten, heute Nacht hier zu bleiben. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Dagegen? Du weißt ja gar nicht, was du mir damit antust. Das geht doch nicht die Welt unter. Sagst du? Komm, sei vernünftig. Udo ist mein schlimmster Feind. Anton. Was hat er denn? Weiß nicht. Sie haben sich wohl gezankt, glaube ich. Das habe ich befürchtet. In dem Alter sollte man nichts über ihren Kopf wegentscheiden. Du bist mir eine große Hilfe. Na dann, gute Nacht, Freunde. Und tut nichts, was ich auch nicht tun würde. Was denn das für ein doofer Spruch? Gute Nacht, Anton. Muss der Hund unbedingt auf der Couch liegen? Natürlich nicht, Frau Bonsack. Komm schon, Sniff. Ist schon gut, Udo. Wir wünschen euch beide einen schönen Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, Udo, was gibt's? Ich wollte mich wieder mit dir vertragen. Ich glaube, du willst was anderes. Nein. Weißt du, was mit Geiermeier passiert ist? Ja. Ich glaube nicht, dass er die Vampirgeschichte erfunden hat, wie die im Fernsehen behauptet haben. Was meinst du? Was hast du da? Ach, ich hab mir einen... Das heißt, ich hab versucht, mir einen Umhang zu nähen, genauso einen wie du hast. Aber er funktioniert nicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht Informationen austauschen. Also, was hast du anzubieten und was willst du von mir? Weißt du, ich dachte, du sagst mir, was ich falsch gemacht habe. Dafür erzähle ich niemandem, dass du genauso verrückt bist wie Geiermeier. Den haben sie eingesperrt. Er ist getürmt. Sie haben ihn nicht eingesperrt. Du willst also sagen, wenn ich dir keinen Gefallen tue, zeigst du mich an, was? Das ist Erpressung. Nenn es doch, wie du willst. Lass mich mal sehen. Ja, der Umhang ist in Ordnung. Wo hast du ihn ausprobiert? Überall. In unserer Wohnung, im Keller, im Park. Auch auf dem Friedhof? Nein. Na, daran wird's liegen.
Das ist der Vampir-Start- und Landeplatz. Meinst du, mit diesen Umhängen kann man nur auf dem Friedhof fliegen? Nein, sie können nur vom Friedhof aus starten, weißt du? Dann müssen die Vampire immer nach Hause laufen? Sie können nicht von da aus starten, wo sie gelandet sind? Oh, Vampire landen überhaupt nie. Ihre Zehen berühren nie den Boden. Du weißt ja ziemlich viel von ihnen. Mhm. Also, worauf warten wir noch? Lass uns zum Friedhof gehen. Jetzt? Warum nicht? Meine Eltern haben es nicht gern, wenn ich abends noch weggehe. Ach komm schon, sei kein Frosch. Also gut. Aber ich zieh erst mal einen Vampiranzug an. Wenn du fliegen willst, möchte ich natürlich mit dir zusammen fliegen. Aber Sniff bleibt hier. In Ordnung, aber beeil dich. Na komm schon. Zeit. Komm, wir müssen gehen. Donnerwetter, Anton, du siehst toll aus. Ich wusste ja gleich, dass du es warst. Ja, klar, klar. Sniff, du bleibst hier. Auf. Kommst du nicht auch rauf? Nein, ich kann das schon von der Erde aus. Du brauchst noch Unterstützung, du bist schließlich Anfänger. Jetzt? Nein. Wart noch einen Moment, der Wind steht noch nicht günstig. Jetzt? Du willst dich doch nicht schnappen lassen! Jetzt! Aua! Oh. Aua! Oh nein, Bürschchen, hier geblieben! Ich glaube, ich habe mir meinen Knöchel verknackt. Wobei denn? Beim Versuch zu fliegen. Wie ein Vogel? Nein, wie ein Vamp. Wie ein Vampir? Wolltest du das sagen? Ich glaube, wir haben noch einen Verrückten erwischt. Nein, ich bin nur angezogen wie ein... Ich hab nur diesen Umhang um. Um damit die Leute zu erschrecken? Anton! Anton, wo bist du? Du bist nicht allein? Nein, ich bin mit einem Freund hier. Wie sieht der aus? Wie ein Vampir. Ich glaube, du kommst am besten mal mit. Was ich durchgemacht habe. Du siehst toll aus. Ach, warte mal einen Moment. Wenn ich nicht wüsste, dass du es bist, würde ich dich nicht erkennen. Wo ist Anna? Wir treffen sie dort. Ist es weit von hier? Weit genug. Komm, die Party sind mal außerhalb der Stadt. Thank you.
Sind Sie nicht der Mann aus dem Fernsehen? Schon möglich, dass ich im Fernsehen war. Ich dachte, man hätte Sie eingesperrt. Die wollten mir unbedingt einreden, dass ich verrückt bin. Arme Irre. Wonach suchen Sie überhaupt? Nach Vampiren. Heute Nacht sind viele davon unterwegs. Irgendwas muss los sein. Partys sind zum Tanzen. Ich kann nicht tanzen. Du kannst nicht tanzen? Wenn du nicht tanzen kannst, wirst du sofort erkannt. Ach, freu dich auf Rüdiger. Du wirst mit mir tanzen. Ich bringe es dir schon bei. Danke. Kann ich tanzen? Das gibt's doch nicht. Ich habe diesen Job nur angenommen, weil ich einen Jungen kennenlernen will. Schon einen kennengelernt? Nein, du bist der Erste. Also, wir sehen uns noch. Anna, du weißt, das ist gefährlich. Wir hätten vorher dran denken müssen. Hoffentlich merkt's keiner. Was ist denn daran so gefährlich, dass man nicht tanzen kann? Ganz einfach, weil alle Vampire tanzen können. Was denn? Die sind immer noch zusammen? Hättest du das gedacht? Esmeralda war dazu nicht in der Lage. Nein, Boris ist doch wirklich ein Waschlappen. Er ist vorher auf die Knie gefallen, hat wie ein Hund gewindelt. Aber er kommt auf. Alles ist heute vergeben. Was für einen Namen geben wir ihm? Du hast doch gesagt, dir fällt eher ein Name ein als mir. Aber du wolltest ihm doch einen Namen geben. Das war, bevor du sagtest, dass du es besser könntest. Naja, macht nichts. Heute ist alles vergeben. Was haltet ihr von Anton? Zu menschlich. Ich finde, Anna ist sehr menschlich. Anna ist ein Mädchen. Ach. Hör zu. Vampir-Mädchen tragen im Allgemeinen menschliche Namen. Die Namen von Vampir-Jungen müssen immer furchterregend sein. Mein voller Name lautet Rüdiger der Vertilger. Und Lumpis Name? Lumpi die Geißel. Wie wär's mit Thor? Thor, der Schreckliche. Hä? Da käme ich mir albern vor. Vielleicht wächst du da langsam rein. Thor. Thor, der Schreckliche. Rüdiger, es ist mir ein besonderes Vergnügen, dich zu begrüßen. Alles ist vergeben. Auch von meiner Seite ist alles vergeben, Onkel. Aber ich weiß nicht, ob ich die Vergebung annehmen sollte, die ich nicht verdient habe. Vielleicht können wir später darüber sprechen. Oh, Rüdiger, nein! Sei still, Dorothee. Es gibt nur eine Sache, die höher geschätzt wird als Freiheit. Und das ist Mut. Du ehrst mich damit, dass du das erwägst. Ach, Rüdiger, dass du das tust. Wer ist das? Wer bist du? Ach, ein Freund, Thor. Thor, der Schreckliche. Ich mochte ihn sofort. Wo bist du zu Hause?
wo ich meinen Mantel fallen lasse. Du bist Zigeuner. Wir hatten immer viele Zigeuner. Du musst später für uns spielen. Ich muss jetzt leider gehen. Onkel Theodor wartet. Sag mal, wo hast du das denn gelernt? Was? Wo ich meinen Mantel fallen lasse. Das sagen doch nur Zigeuner-Vampire, Anton. Fühl mir gerade so ein. Wir müssen gehen. Alles ist vergeben. Alles ist vergessen. Alles wird heute so gesehen, als sei es nie passiert. Nie! Darum sind wir hier versammelt und geloben, dass man sich an nichts aus der Vergangenheit wie Streit und Kampf und üble Tricks über diese Nacht hinaus erinnern soll. Vergebung kühlt unsere Wut. Vergebung gibt uns wieder Ruhe. Vergebung erinnert uns Vampire, dass alles mal so kommen musste. Niemand wird an Kämpfe mehr erinnert. Ab heute ist alles vergessen. Vampire haben es schon immer gewusst, dass alles mal so kommen muss. Vampire können vergeben. Vampire sind anders, als man denkt. Vampire sind sich dessen bewusst, dass alles mal so kommen muss. Freiheit bleibt unser Losungswort. Freiheit bleibt unser Verlangen. Freiheit bedeutet den Vampiren alles, was immer auch passieren sollte. Darum sind wir hier versammelt und geloben, dass nichts aus der Vergangenheit wie Streit und Kampf und üble Tricks noch über diese Nacht hinaus erinnern soll. So sei es!